Ansatzweise, wie ich meinen Lat richtig gut aktiviert kriege. Für Kreuzheben sehr wichtig und für Bankdrücken für mich. Und zwar, anstatt mit einem Latzug nehme ich einfach ein Gummiband im Medium. Beziehungsweise, ich habe gerade mit Medium aufgewärmt, das nehme ich mal extra heavy. Machen wir es einfach hier ganz normal drum. Ja. Ihr könnt es jetzt halt nicht sehen, wenn ich mich vorstelle. Also ich mache mir es einfach so drum. Ja. Und ziehe es halt noch unten durch zum Latt. Und ich spüre es fast nur im Latt. Ja, also dadurch kriege ich den schon gut aktiviert. Also richtig gut sogar. Ansonsten, ich knüpfe an mein letztes Video an, wo ich jetzt die neue Technikanpassung in der Praxis umsetze. Ich habe es gerade schon gemerkt, ich bin jetzt ja noch bei den Aufwärmen setzen. Aber in den zwei Sätzen davor habe ich schon gemerkt, halt, dass das die Ursache war, dass ich also die Ellbogen zu weit angewinkelt hatte. Ich erkläre das gleich an der Übung selbst. Und zwar, was ich jetzt mache, ist einfach nur eindrehen und dann zuerst die Ellenbögen runter, also hier break the elbows, die Bewegung mache ich zuerst. Und das kann ich jetzt schlecht mit der Stange demonstrieren, weil ich noch nicht warm bin. Aber vorher habe ich nicht das gemacht, sondern so. Ja, also ich habe, weil ich versucht habe, die Ellbogen weiter anzuwinkeln, dann passiert automatisch so eine Bewegung durch den Winkel der Ellenbögen, anstatt so eine Bewegung. So, und dann habe ich halt eine horizontale Bewegung. Das geht extrem auf die Schultern. Ich habe jetzt halt schon gemerkt, dass die Schultern gar kein Problem haben. Sonst habe ich schon immer bei den Aufwärmsätzen sofort in den Schultergelenken gespürt, wegen dieser Bewegung. Und jetzt gar nichts mehr. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es schwerer wird. Ich wärme mich jetzt nochmal richtig auf. Und dann geht es gleich weiter. Unterschied von Tag und Nacht, also noch ein größerer Unterschied als von Tag und Nacht. Wenn ich einfach nur die Ellenbögen, ja, oder meine Arme hier diesen mache, nach innen, aber nicht den Winkel so mache wie beim Equipped Powerlifting fast schon, sondern trotzdem zuerst mit den Ellenbögen rauskommen, dass es halt ein bisschen Takt ist, dass es ein bisschen angewinkelt sind. Und dann komme ich einfach auch nicht so weit nach unten, habe nicht so viel. Das ist wirklich heftig. Das war einfach mein Problem die ganze Zeit, weil alle immer in den Videos sagen, halt anwinkeln, beziehungsweise nicht rausstellen. Das kann man dann halt immer falsch interpretieren, erstens, oder einfach, wenn keiner drauf guckt, zu stark machen. Und dadurch brauche ich jetzt auch nicht mehr so eine starke J-Curve und habe dann auch bei der Aufwärtsbewegung
nicht mehr so viel Heu zum Tank klarer. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig heftig, der Unterschied. Ja, wenn ich mir so meine Videos oder den Clip von gerade anschaue, dann weiß ich gar nicht, ob es klar wird, was ich versuche zu sagen und zu vermitteln. Ich weiß nicht, ich versuche es einfach nochmal. Also wenn ich jetzt Just Pretend I'm Lying on the Bench, und habe hier die Stange, ich mache das mal mit einem Arm, dann rotiere ich ein bisschen den Arm rein, vielleicht auch mit dem Handgelenk ein bisschen. Aber was ich früher gemacht habe, ist, weil ich dachte halt, ja, schön die Ellbogen anwinkeln, dass ich dann halt so runtergegangen bin. So, und von hier bis hier ist in dem Fall, wenn ich auf der Bank liegen würde, eine horizontale Bewegung. Das ist für Equipped-Bankdrücken gut, aber nicht für Raw-Bankdrücken. Und was ich stattdessen mache, ist, ich drehe halt ein, aber das Gelenk, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch jetzt sagt, das The Joint Breaks First, also so, nicht halt so runter. So, und dann ist das trotzdem ein bisschen angewinkelt, 45 Grad Winkel ungefähr, aber es ist halt nicht so. Und das war mein Problem, weil dadurch kommt so viel horizontale Bewegung rein, dass es extrem auf die Schultern schon geht. Und bei der Aufwärtsbewegung will diese unnatürliche Position, weil auch Handgelenk und Ellbogengelenk nicht übereinander gesteckt sind, versucht der Körper dann bei der Aufwärtsbewegung, wo es dann wirklich schwer wird, das panisch zu korrigieren, aber regiert dann über und flärt dann richtig krass raus. Was dann einfach nur nochmal auf die Schultern schlummen geht. Vielleicht ist es jetzt gut erklärt. Also, ich habe sonst bei jedem Satz Schmerzen in den Schultern gehabt und jetzt seit 4 Monaten ist es erstmal gar nicht, einfach wegen dieser Technikanpassung. Ich finde es halt richtig krass, wie kompliziert das sein kann und wie viel Unterschied das ausmachen kann. So dass ich halt wirklich seit Monaten quasi keine Fortschritte gemacht hatte und richtig deprimiert bei Bank war und jedes Mal gedacht habe, diese scheiß Übung einfach komplett aufzugeben und stattdessen irgendwie Dumbbell Bench Press zu machen, also mit Kurzhanteln oder irgendeine andere Variante. Puh, also das rettet mir nicht nur den Tag, sondern irgendwie mein halbes Training gerade. Und ich habe halt auch wirkliches Monate gebraucht und musste ungefähr bestimmt 40, 50 Stunden tausend Videos anschauen, bis ich darauf gestoßen bin. Ich habe dieses Video sogar schon mal geguckt gehabt. Da hatte ich aber noch weniger Erfahrung und Vorwissen vor 2 Monaten circa und habe das dann halt gar nicht wahrgenommen. Also nicht richtig einordnen können. Egal, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Übung jetzt. Ja, ganz anders. Ich muss jetzt nochmal ein Video angucken, weil jetzt muss ich feinjustieren. Jetzt hat es sich angefühlt, als wäre ich bei der Abwärtsbewegung doch zu weit und ein Ticken zu weit raus. Es ist natürlich auch sehr ungewohnt für den Körper, jetzt auch so langsam, wo es ein bisschen schwerer wird. Deswegen muss ich mir das auf dem Video angucken. Einfach nicht richtig aufgewärmt. Das bin ich aber nie.
auch letztens so ein Kreuz sehen, wo ich jetzt auch erst seit ein paar Monaten wieder vom Boden hebe. Ein zweites Mal vom Boden heben. 265 Kilo. Das ging schon noch gerade so eben. Und ganz viele Aufwärmsätze davor gemacht. Und trotzdem war ich dann nicht mal warm. Hab dann eine Kreuzhebevariation gemacht. Da irgendwie 8 Sätze rausgehauen. Richtig schwer. Und dann war ich plötzlich aufgewärmt. Und dann habe ich nochmal 8 Sätze von Kniehöhe Kreuzheben gemacht. Und dann ging ordentlich. Also es könnte auch an meiner Faktor 5 Leiden, Krankheit da liegen, dass ich mich einfach nicht gut aufwärmen kann. Ich brauche eigentlich eine Kardiomaschine, irgendwas dafür. Weil nur so kann man sich bei Faktor 5 Leiden wirklich aufwärmen und ist auch nötig, das regelmäßig zu machen, um keine Beschwerden durch diese genetische Krankheit zu haben. Ja, fühlt sich noch nicht ganz so rund an, weil es jetzt auch wieder eine ganz andere Bewegung irgendwie ist. Naja. Ach, und weil bei den ganzen Sätzen davor, weil ich auch dann so excited war und halt drüber geredet habe, also Videos jetzt, das Video jetzt laufen lassen habe, war ich nicht ganz bei der Sache und es fällt mir jetzt ein, dass ich nicht langsam runtergegangen bin beim Aufwärmen. Und deswegen fiel mir das jetzt sehr schwer, langsam runterzugehen, um die Muskeln aufzuladen, sozusagen wie ein Gummiband, und dann rauszuschießen. Das war jetzt das Problem. Da war einfach keine Spannung da und also sehr wenig, weil ich diese Spannung gerade nicht aufgewärmt habe. Und bei der Aufwärtsbewegung habe ich dann gemerkt, dass die Spannung in der Schub total fehlt. Genau. Naja, das muss ich jetzt alles lernen. Ja, ein paar Kilo werde ich dann noch hochgehen. Ich hoffe jetzt einfach, dass durch den Satz die Muskeln ein bisschen wärmer geworden sind. So, ich mache jetzt vor dem nächsten Satz nochmal die Kamera an, weil sonst vergesse ich wieder alles, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich es nämlich schon vergessen. Genau, was ich gemerkt habe, also die letzten Wochen habe ich dann halt wirklich mich nur auf Technik fokussiert bei der Bank, weil es ging einfach nicht mehr mit den Schulterschmerzen. Ich konnte halt keinen Bankdruck machen, also keinen Bankdruck mit viel Gewicht. Das hat mich sozusagen dazu gezwungen. Und in der Zeit habe ich auf jeden Fall dann gemerkt, jetzt wie muskulär das total abgebaut hat im Oberkörper. Ich habe auch keinerlei anderen Oberkörperübungen gemacht in der Zeit, weil ich halt immer möglichst schnell wieder Bankdrücken trainieren wollte, um halt die Technik zu üben, und ich halt auch warten musste, bis die Schulterschmerzen wieder vorbei waren. Und deswegen habe ich auch keinen Überkopfdrücken gemacht oder Trizepsarbeit oder sonst was. Genau, und das merke ich jetzt deutlich. Wie gesagt, die Brust ist nicht mal aufgewärmt. Kriege ich gerade heute nicht hin. In Zukunft muss ich da mehr Volumen beim Aufwärmsitzen fahren. Genau, aber ich mache das jetzt so, dass ich den Satz noch probieren werde und danach mache ich halt eine Variation, entweder Schrägbank drücken, weil das nämlich den langen Trizepskopf, ich weiß nicht welcher das ist jetzt, der hier glaube ich, schult, weil Elbow Flat hat auch was zu tun mit der Koordination des langen Trizepskopfes. Und früher als ganz blutiger Anfänger dachte ich halt wirklich immer, mein Trizeps sei zu schwach und deswegen würde ich Elbow Flare machen. Und habe deswegen immer auf Trizeps gepumpt und jetzt halt auch immer mit Trizeps gemacht, auch mit schweren Gewichten, aber es ist die Ansteuerung und die Koordination und die muss man anders trainieren, bzw. schulen. Und das geht ganz gut mit Schrägbankdrücken, das werde ich dann danach machen und dann wahrscheinlich noch Kurzhantel Floor Press. Genau.
nicht ganz runtergegangen, weil es gerade so anstrengend die Spannung aufzubauen, wenn man nicht richtig aufgewärmt ist. Und ich nehme dann lieber 95% der Range of Motion mit, anstatt komplett zu failen. Das setzt mehr Reiz. Ich versuche gleich einfach nochmal einen Satz. Ansonsten wächst sich zu Inklein. Und was wollte ich noch sagen? Ja, bei der Aufwärtsbewegung gar kein Problem. Alles eine Koordinationsfrage. Von der Kraft so, als hätte ich einfach nur einen Furz wegbewegt. Aber eine Seite hat da ein Problem noch beim Knockout, weil ich beim Rausheben schief gekommen bin mit dem Griff, mit dem Griff von einer Hand, so dass ich nicht mehr gerade an der Stange, also symmetrisch, ich war asymmetrisch an der Stange dann. Und dann hat es an einer Stelle ein Problem gegeben. Ja, ich komme jetzt einfach langsam wieder rein. Nach Wochen der Frustration, Technik, Übung und so weiter. Aber ansonsten, ich denke, am nächsten Training werde ich dann 180 mit voller ROM drücken können. Ich habe jetzt halt auch deutlich enger gegriffen. Irgendwas Essentielles wollte ich noch dazu sagen, fällt mir gerade aber nicht ein.